Wandler mag dir Hoffnung geben, Sklave. Doch am Ende wird euch der dunkle Herrscher dennoch holen. Der Waldläufer! Meine Augen sind wie deine! Los, bekämpft euch, ihr Brüder! Oh, nicht ihr! So! Was war das? Der kümmert sich erstmal um die anderen und wir schneiden erstmal den Kollegen los. Wirf Uruks Vorsprünge herab, haben wir schon einmal geschafft. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, das funktioniert ja ganz gut. Folge meinem Willen. So, Freunde. So mag ich das leiden. Höre auf meinen Befehl. Der dunkle Herrscher ruht in jedem Uruk. Dann soll er mal weiter ruhen. Gib deinen Willen auf. So, naja, dann laufen wir hier mal rum und gucken mal, was passiert. Unsere Armee ist unbesiegbar. So, was passiert denn jetzt, wenn ich eigentlich den hier mache? Nein, nicht den! Mann, der Vollidiot! So, drei Uruks haben wir runtergeworfen. Und dann können wir den losschneiden und kriegen trotzdem Bonus. So funktioniert's ganz gut. 400 plus 350, da freue ich mich sehr. Wo ist ihr dunkler Herrscher jetzt? Diese fauligen Kreaturen verdienen jeden Hieb, den du ihnen austeilst. Danke, Waldläufer. Jo, ist geschenkt. Wir haben noch eine Verbesserung bekommen. Oh, und hier haben wir noch 2715. Erhöht Gesundheit Höchstwert. Ja, warum nicht, wenn wir es schon haben? Ja, komm. Das ist ja wie Weihnachten. Ansonsten kann man ja eh nicht viel machen. Was haben wir hier noch? Dolch, Ruhmplatz können wir auch nochmal mitnehmen gerade. So. Der Preis des Blutes, eine Errungenschaft, sagt die Steam-Oberfläche. Sieht man gerade nicht in der Aufnahme. Aber du kannst mir vertrauen, es steht da wirklich. Doch, ehrlich. So. Ein Fortschritt. Ach so, das ist der Fortschritt. Da gucke ich lieber nicht rein, sonst bin ich deprimiert, weil ich immer alles mitnehmen will. Wir haben einen Fähigkeitspunkt in Klammern E. Was gönnen wir uns denn da mal? Widerstandskraft, die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ohne dass die Trefferserie zurückgesetzt wird. Das wäre vielleicht ganz gut. Ein Brandpfeil wäre auch schön. Wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, kannst du einen Brandpfeil verschießen. Aber wie oft verschieße ich denn was, wenn meine Trefferserie gerade aufgeladen ist? Da grabbel ich eher hektisch nach dem Todesstoß. Tödlicher Schattenangriff, eine tödliche Variante des Schattenangriffs. Oh, den müssten wir eigentlich auch mal machen, ne? Den haben wir schon Ewigkeiten nicht gemacht. Schulterstoß, verbessert Sprintangriffe, benutzt man eh nie Dolchhagel. Ich mach mal den tödlichen Schattenangriff, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Trefferserie ist natürlich auch wichtig. Generell hätten wir vielleicht die nehmen sollen, aber naja, ich dachte nämlich erstmal den Low-Level-Scheiß. Hust, hust. Huch! Ach! Wo laufen die denn hin? Das ist das Ende. Oh, da hinten sind einfach ein paar Grauks. Nee, sind ja gar keine Grauks. Hier sind ja überall Orks. Was ist denn los? So, Kollege, dann verrat mir doch mal was. Eine Todesdrohung können wir denen auch aussprechen, aber ich glaube, das bringt mehr bei den da oben. Wen haben wir denn da? Das ist Harz das Messer, altgedienter Häuptling. Aha, Macht 14. Stärken, Schwächen unbekannt. Ich glaube, die kriegen wir so auch nicht raus. Griechischer Halblingfreund. Alter, hier sind schon viel mehr Striche als sonst. Unbekannter Häuptling. Ah, okay, da kriege ich keine Informationen von dem Low-Level-Bob hier. Also decke ich mal hier vorne ein bisschen weiter die Wursttheke auf.
Gorod-Zuchtmeister hat das Gefühl, weit entfernt vom dunklen Turm zu sein, was ja auch in etwas stimmt. So, ciao. Na, der hat aber auch einen Bums drauf, der Kollege immer. So, da hinten ist auch gerade Schlachtplatte. Da muss ich nicht unbedingt hin. Wir schauen mal ganz kurz, wohin wir uns verpieseln. Wir haben ja überall Informationen rumfliegen, sind jetzt wieder ein bisschen weiter nach rechts gewandert. Nach oben wäre schön. Da haben wir den Turm aber schon aktiviert, wenn wir schon mal hier unten sind. Können wir ja ruhig mal zu diesem Turm wandern. Ich würde gerne die Türme aktivieren, damit wir ja fröhlich in der Gegend rumseppen können. Und es gibt ja auch ein kleines Achievement, habe ich gehört. So. Okay, wir sind weit genug entfernt. Na, da habe ich ja, da bin ich jetzt super rübergelaufen. So, lalalala. Dann düsen wir da mal hin. Hier ist zum Glück alles frei, da freue ich mich. Über so ein paar Kartoffeläcker. Und die Gegend hier, die ist deswegen von Sauron begrünt, habe ich wohl inzwischen verlesen, weil das hier die Kornkammer der Armeen ist, sozusagen. Das heißt, hier werden die, das wusste man natürlich vorher schon, hier werden die... Ja, ja. So, das war der richtige Kampf. Du bist nicht menschenbereit. Oh. Ich habe dich gejagt. Zeit, dein elendes Leben zu beenden. Alter, der Typ sieht aus wie Froschpastete. Boah, Alter. Schnauze, Froschpastete! Vielen Dank. Diese Orks töten schon dafür, wenn man sie schief ansieht. Meine Freunde lernen das gerade auf die harte Art. So, wir haben... Wir beherrschen einen Häuptling. Ein Hauptmann natürlich. Die alten Zeiten für immer vergessen sein. Und alles, was unsere Feinde kennen werden, wird Sauron und die Macht seiner Armee der Uruk sein. Ja. Wow, klingt beeindruckend. Oh, wir sind schon am Turm vorbei. Das da ist der Turm. Geil, wir haben den ersten Häuptling. Hauptmann, Mann, nicht Häuptling, Hauptmann. Unter Kontrolle. Das finde ich total geil. Wir sollten jetzt alle ablatschen und die quasi alle unter unsere Kontrolle bringen. Ich kann gar nicht mehr reden, wenn ich aufgeregt bin. So, Schnellreise. Bilde eine Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. Ja, ja, das hast du ganz fein gesagt, mein Guter. Und jetzt haben wir hier oben, jetzt haben wir hier Bogen, Flammen und Schatten. Hier haben wir noch und Alter, wir haben hier noch, wir können hier noch so viel. Und das ist noch, oh, hör mir auf, du, hör mir auf. Huch. So, tatsächlich, huch, tatsächlich sieht man, hier ist er. Orksfrack von Lislat. Der Orksfrack von Lislat. Dieses Spiel sollte nicht von lispelnden Menschen gespielt werden. Und den haben wir jetzt unter unserer Kontrolle. Und ich würde sagen, ich würde echt gerne alle hier unter unsere Kontrolle bringen. Alle, die hier sind. Und dann quasi nach und nach vielleicht auch die Hauptmänner entweder besiegen oder unter Kontrolle bringen. Ich weiß noch nicht genau. Gut, bei dem hat es nicht ganz geklappt, aber der war auch scheiße. Macht 11, dafür war der aber, der hatte aber gute Sachen dabei. Und der für Macht 14 war der echt mau. Warum haben wir den aktiviert? Ich weiß es nicht. So, neue Aufträge haben wir verfügbar. Wie wär's denn, wenn wir jetzt erstmal hier... Ach, da sitzt eine Möwe. Ich dachte gerade, was ist das denn? So, da hinten haben wir jetzt eine eingeborene Siedlung. Und hier irgendwo. Ach, weißt du was? Nicht so laut, die unten hören uns doch. Da haben wir wieder ein Artefakt, das nehmen wir natürlich gerne mit.
Mal schauen, was es diesmal ist. Eine gondorische Münze. Die Händler in ganz Mittelerde wissen, wenn es aus Gondor stammt, ist es gut. Und sie akzeptieren gern diese Silbermünzen, Kastar genannt, als Währung und treiben mit ihnen Handel in zivilisierten Reichen und mit fast allen Völkern Mittelerdes. Diese bestimmte Münze gelangte wahrscheinlich über das Nurnenmeer nach Mordor, die Haupthandelsroute dieser Lande. Benutze Rrrr, das machen wir natürlich wieder, das wird hier wahrscheinlich irgendwo am Rand sein. Nicht? Ach da, okay, drücke X. Hier kommt die Erinnerung. Nimm es, die Währung des Landes. Klar, aber es ist die Währung Gondors. Wenn du es nicht willst. So war das nicht gemeint. Aber wie wäre es mit etwas weniger davon und etwas mehr von den Elbenkleidern, die ihr von Eregion mitgebracht habt? Das lässt sich sicher einrichten. Oh, so, von den Elbenkleidern also. Das ist wahrscheinlich jemand mit, mit interessantem modischen Geschmack. Wir verlassen mal die gondorische Münze wieder und widmen uns wieder dem Spielfeld. Belohnung 50 Gedingse. Nein. Was? Ichtum wird Gondor nicht schützen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold Verbündete in den Königreichen der Menschen erkaufen. Ja gut, das mag sein, dass der Sauron ist da ja, der ist ja so. So, hier haben wir noch ein Artefakt und da hinten haben wir noch Mithril, Isildin. Aus Mithril mache ich mal eine Rüstung. Aus deinem Mithril mache ich mir eine Mütze. Okay, erstmal wieder raus. Aus der Übersicht und hier unten. Da latschen gerade die Orks eine Treppe runter, eine Leiter. Ach, weißt du was, sie können mich mal. Hallo! Seht, der Tag! Ist da irgendwer dabei? Nee, das sind aber nur so Mumpitz-Leute. Ciao! Ach, ich muss... Ich glaube, da wird sie gleich gekümmert. Ach, ist das schön. Ich glaube, wir müssen eh nach unten. Und dann gehe ich mal darüber und sammle mal brav das Artefakt. Ach, Gesundheit ist hier erstmal. Kann man natürlich auch gern machen. Aber eigentlich wollte ich ja hier irgendwo... Wo ist es denn? Ist das doch oben? Ach da, guck mal. Ein ungewöhnlicher Fundort, aber gut. So. Eine Elfenbein-Schnitzerei aus einem Mummack-Stoßzahn. Ah, sieht aber echt ganz cool aus. Krass. Dieser mit Schnitzereien verzierte Stoßzahn erinnert an den Abschluss einer epischen Jagd. Man kann darauf zwei Zwerge erkennen. Der erste schwingt eine mächtige Axt gegen einen riesigen Mummack. Der zweite, vielleicht sogar sein Zwilling, flieht in Panik vor dem Biest. Die Kunstfertigkeit deutet auf einen wahren Handwerksmeister und auf den Einfluss von Starkbier hin. Da klatscht er ihm gerade das Bein weg. Der andere verschwindet auf der rechten Seite. Sieht ein bisschen aus wie ein Asterix und Obelix-Comic. So, und hier haben wir die Erinnerung. Hier, sie ist fertig. Ein echtes Meisterwerk. Welch herrliche Schnitzerei. Auf die Vorderseite habe ich geschnitzt, wie wir diesen Mumak erleben. Und auf die Rückseite unsere nächste Beute, den mächtigen Grauk. Ein Biest wie dieses macht einen Jäger zur Legende. Zeig mir die Schnitzerei. Ist sie nicht großartig? Diese Details. Sieh, wie ich zum Schlag gegen das mächtige Biest aushole. Überall Blut. Und warum hast du mich geschnitzt, wie ich voller Panik vor dem Mumak davonrenne? Künstlerische Freiheit, Bruder Tarwin. Wenn du der Held sein willst, schlage ich vor, dass du das nächste Mal die Schnitzerei übernimmst.
Ich mag das. Das ist irgendwie. Das Spiel ist so sympathisch. Die Dialoge finde ich extrem sympathisch. Ich weiß, vieles im Spiel ist mal sehr dunkel und es gibt sehr viele Schlägereien, aber darauf ist ja auch ausgelegt. Aber ich mag diese ganzen kleinen, diese Ork-Sachen, diese Zwerg-Sachen. Ich mag das. Ich mag diese Herzlichkeit dieser dahinter. Tauren scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen. Warte, ich rieche etwas. Ja, dann wasch dich mal. Halt hier hoch einmal bitte. Ist es hier oder ist es... Es ist weder hier noch... Wo ist es denn? Nicht. Wo kann es sein? Da ist es. Hui! So, aufsammeln. Belohnung Fuffig. Danichir, Geleier Mordor. Ja, ja, Danichir, Geleier Mordor. Das ist so eine Sache, die sage ich auch mal, wenn ich morgens aufstehe. Wer das versteht, wird schon wissen, warum. So. Das hätten wir jetzt, die Schnipsel. Dann können wir hier drüben eigentlich mal die geheime Flamme holen, wenn wir schon mal hier sind. Wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Nebenquests. Da unten geht's noch rein zu Ithilien. Wir machen so ein bisschen die Nebenaufgaben. Die klappern wir auch ein bisschen ab, ist ja klar. Bevor wir uns dann wieder einer Hauptaufgabe widmen. Und davon haben wir ja, also weiß Gott, mehr als genug. Wie groß und umfangreich das Spiel ist, ne? Also ganz ehrlich. Ich verstehe auch gar nicht, dass diese komische PR-Agentur, die da beauftragt wurde von Warner, da gab es ja diesen PR-Skandal in den USA. Guck mal, unser Freund ist da hinten. Jedenfalls verstehe ich gar nicht, dass da diese Auflagen in den USA waren, dass man nur positiv berichten darf, pipapo, da gab es ja dieses kleine Skandälchen. Wir in Deutschland waren ja zum Glück nicht betroffen. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das überhaupt nötig ist. Das ist mir ein Rätsel. So, geheime Flamme holen wir uns gleich. Erstmal muss ich natürlich, wenn hier eine Höhle ist, ihr wisst genau, was dann zu tun ist. Nämlich sterben. Wo geht's denn da hin? Huch. Da sind Spinnen und Klappern mit ihren trockenen, kleinen, knochigen Fingern auf dem Boden herum. So, wo ist denn hier? Da hinten leuchtet es, frivol. Aber wir müssen hier hin. Das ist nur ein Pilz dort drüben. Belohnung, Fuffi. Und es scheint mir fast, dass in der Mitte der Ringschmied offenbar wird. Was ist das hier für eine komische Höhle? Was ist denn das hier für eine komische Höhle? Da kann ich nicht hochklettern. Es gibt eine Menge Pilze hier. Und irgendwer sorgt sich rührend darum, dass die Fackeln hier weiter brennen. Das finde ich liebevoll. Und hier ist irgendwo ein Mensch. Ich höre ihn, aber ich sehe... Ich sehe ihn auch. Hallo Mensch, den wir in einer späteren Quest holen müssen. Oh, Entschuldigung. Und da habe ich gerade aus Versehen durch die Wand geguckt. Das war ein Wallhack, den habe ich installiert natürlich, weil ich ein Wallhacker bin. So, jetzt aber zurück. Natürlich nicht. Nicht, dass er jemand noch glaubt. So, die geheime Flamme. Was ist denn da gerade angekrochen gekommen? Im geheimen Außenposten werden nicht bloß die Brandwaffen des Feindes gelagert, sondern es wimmelt zudem auch noch vor gefährlichen Kreaturen. Er verstand es, beide Bedrohungen auszulöschen, indem er die eine gegen die andere wandte. Na, da bin ich ja mal gespannt. Müssen wir jetzt etwa in diese Höhle wieder rein? Na, so ein Zufall. Betrete die Höhle. Da waren wir schon lange nicht mehr drin. Und wie man sieht...